Hallo und herzlich willkommen beim Spieltagsduell in der GGZ Arena im schönsten Teil Sachsens zur Partie FSV Zwickau gegen Viktoria Köln. Und wer jetzt denkt, Moment mal, die Partie ist doch erst Sonntag und warum ist das Stadion voll besetzt, der hat schon erkannt, hier treffen heute Spieler der E-Sports-Teams beider Clubs aufeinander, um den Fans schon einmal Heißhunger auf die anstehende Partie zu machen. So spielt heute Marcel Minusmacher 31 Kramann in Rot gegen Lukas Möbus, genannt Oberfemi Möbus, im weißen Dress der Viktoria, und wir wollen mal sehen, wie beide sich so schlagen. Nachdem sich beide Teams zu Genüge abgetastet haben, kommt in der 9. Minute der Zwickauer Moritz Schröter auf der Außenbahn an den Ball, läuft unbedrängt bis fast in den 5-Meter-Raum und legt dann ab auf Maximilian Wolfram. Doch Viktoria-Schlussmann Sebastian Mielitz kann die Kugel noch entschärfen. Doch nur kurz darauf machen die Sachsen es besser. Yannick Möker zieht zwei Spieler auf sich, hat das Auge für Jan Schoskun und der nimmt sich ein Herz von der Strafraumkante. 1:0 für die Gastgeber durch den 23-jährigen Mittelfeldspieler. Viktoria probiert sich in der Folge in der Hälfte der Sachsen festzusetzen, doch läuft in der 19. Minute in einen Gegenangriff. Felix Drinkuth setzt sich auf dem linken Flügel durch, Simon Handle bleibt weg und so kann der Zwickauer sich den Mitspieler aussuchen. Moritz Schröter schiebt ein zum 2:0. Das hatte sich die Viktoria wirklich anders vorgestellt, doch es kam noch dicker. 22. Spielminute, Wolfram spielt wieder einmal den freistehenden Schröter an, Schulz ist ihm auf den Fersen und gewinnt die Pille, verliert sie aber postwendend wieder und Schröter ist auf und davon, sieht Schoskun und der Mann, der diese Saison noch nicht getroffen hat, erzielt im Spieltagsduell bereits sein zweites Tor. Oberfemi Möbus blieb in der Folge nichts anderes übrig, außer mit dem Mute der Verzweiflung alles nach vorne zu werfen und das sah ganz gut aus. Coeto läuft sich zwar hier fest im Zusammenspiel mit Klingenburg, spielt dann aber den Ball zurück zu Holzweiler, der sieht Risse, Risse sieht Mai, Mai sieht Enes Tubluk, eine Körpertäuschung und vorbei am Gegenspieler und mit der rechten Klebe verkürzt er auf 3:1. Und Tubluk war jetzt richtig auf Betriebstemperatur. Hier gewinnt er den Ball und spielt ihn auf Holzweiler, der vertändelt zwar die Kugel, aber Enes Tubluk beschafft sie wieder. Spielt diesmal einen Ball auf Klingenburg, der gibt den Ball wieder zurück zu Tubluk, der sieht Lukas Coeto und Steffen Kansa kann in höchster Not klären. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Oberfemi Möbus auf dem Gaspedal. Hier sehen wir Patrick Horunkiewicz, schön wie er sich Platz verschafft und den Ball spielt auf Klingenburg. Der sieht Risse und Risse hat das Auge für Lukas Coeto. Erste Drehung, zweite Drehung und da entschärft Brinkis den Ball und das strapaziert nicht nur die Nerven von Oberfemi Möbus. Doch der E-Sportler der Viktoria war jetzt drauf und dran, hier einen Treffer zu erzielen und schnürte den FSV zusehends im eigenen Strafraum ein. Hier sehen wir Coeto, der findet Tubluk, aber Tubluk findet seinen Meister in Brinkis. Immer cool bleiben, Lukas, es gibt ja Eckball. Und der kommt zu Coeto und der passt einfach mal an die Strafraumkante. Klingenburg zu Holthaus, Holthaus zurück auf Coeto. Dessen erster Pass wird geblockt, aber sein zweiter zu Holzweiler, der kommt an. Doch Holzweiler vertändelt die Kugel gegen Stanic und jetzt geht es mal flott. Stanic spielt zu Jensen, eine feine Drehung und ein wunderschöner langer Ball auf Wolfram und der hat so richtig Platz auf dem rechten Flügel. Und als Handle ihn angehen will, gibt es einen Doppelpass mit Gudinho und Handle ist überspielt. Wolfram ist im Strafraum, nimmt den Kopf hoch, sieht Schoskun. Und der hätte das 4:1 gemacht, wenn Mielitz nicht diesen Ball noch an die Latte gelenkt hätte. So bleibt es am Schluss beim 3:1 im Spieltagsduell zwischen dem FSV Zwickau und Viktoria Köln. Und was Oberfemi Möbus zu seiner Niederlage zu sagen hatte, das seht ihr jetzt. Die ersten 20 Minuten komplett verpennt, 3:0 hinten, beziehungsweise 0:3. Und dann eigentlich noch ein gutes, relativ gutes Spiel gemacht, Anschlusstreffer gemacht und einige gute Chancen gehabt. Aber wenn du so den Start verpennst, dann ist das Spiel verloren.